Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Soma. Im letzten Part haben wir endlich unseren Kampfanzug hier gefunden. Leider noch mit einer Leiche drin, aber immerhin haben wir einen Kampfanzug gefunden. Und Catherine mal wieder eine entsprechend lange Einkaufsliste erhalten an Dingen, die wir brauchen, um das Ding in irgendeiner Form erstmal auf unseren Körper einzustellen und überhaupt wieder in Betriebnahme fähig zu machen. Deswegen legen wir dann jetzt auch mal los. Als erstes, was ich machen will, ich will diesen Knopf drücken. Das geht aber nicht. Schade, aber ich darf dieses Terminal angucken. Naja. Gut, hier sehen wir auch momentan die Fehler, ne? Hauptleitwert, Fehler, Stromquelle, Fehler, Cortex-Aktivität, Fehler und Körpertemperatur auch Fehler. Ja, gut. Was gibt's denn da noch? HKA-Ortung, HKA, das war ja da, wo wir die gesehen haben, das war die Aktivierung. Ja, okay, das ist genau das. Alles klar. Ja, wissen wir doch, dass das alles nicht geht. Ist gut, ist gut. Also hier geht erstmal noch nicht viel. Was haben wir hier noch? Eine Kiste. Noch nicht viel los. Hier liegt nichts rum. Da dürfen wir nicht rein. Aber guck mal, hier wurden auf jeden Fall bestimmt auch diese Gehirnscans durchgeführt. Sieht ja stark danach aus. Was ist das denn nun hier? Ich will es, glaube ich, lieber nicht wissen. Okay. Und den Körper müssen wir dann nicht noch irgendwie wieder rausholen? Naja. Wir lassen ihn erstmal drin. Und machen uns dann jetzt mal auf den Weg. Catherine, erzählst du noch irgendwas Kluges? Nein? Come on, we need to get a Cortex Chip, a Battery Pack and some Structure Gel. Alles klar. Cortex Chip, Battery Pack, Structure Gel. Cortex Pack, Battery, Dingens, Structure Gel. Okay. Hatte ich schon mal versucht, hier diese Dinger zu öffnen? Ja, es hat ganz den Anschein. Okay, das habe ich wohl schon mal versucht. Na gut, dann kann ich ja keine Zeit mehr schinden. Dann würde ich sagen, geht's direkt weiter. Oh, ich nehme wieder ein bisschen. Gibt's hier nicht noch irgendeine Konsole, irgendwas? Hier sind doch so viele PCs. Hier muss doch irgendwas noch mitgehen. Man muss sich doch hier irgendwo mal eine Übersicht verschaffen können über das Gebiet. Sonst gibt's doch immer irgendwo eine Karte oder sonst irgendwas. Es scheint hier nichts zu geben, außer dieses eine Terminal. Das da lässt sich irgendwie nicht aktivieren. Nö. Na gut. Dann gehen wir erstmal auf eigene Faust los. Also, wir müssen, glaube ich, wieder zurück, weil das war, glaube ich, doch nur eine Schleuse nach draußen. Genau, hier brauchen wir den Anzug. Da wird dann wahrscheinlich später der Abstieg mal durchgeführt. Insofern geht es hier erstmal nicht weiter. Dann machen wir uns auf hier in diesen wunderbar fast nicht dunklen Gang. Ich glaube, hier können wir auch erstmal normal durchschluren. Hier ist noch alles relativ entspannt. Hier beginnt es jetzt aber schon unangenehm zu werden. Okay. Jetzt lass uns nochmal hier umschauen. War hier jetzt noch irgendein Terminal oder sowas, das man aktivieren kann? Hier ist zwar so ein Rechner und der blinkt auch, aber da kann ich nichts mit aktivieren. Hier wurden wohl mal so ein paar Kernspintomographien durchgeführt. Da war auch nichts. Ne, okay. Dann versuchen wir doch erstmal da entlang zu gehen. North Hall F2. Und hier ist Storage. Na, dann mal als erstes mal rein in den Storage. Okay, hier scheint aber auch... Was ist das? Sind die geilen Tampons hier, oder was? Replacements, ne? Kerosin! Kann man ja nie genug von haben. Papier, Druckerpapier wahrscheinlich, so wie das aussieht. Ein paar Ordner. Irgendwie darf ich hier nichts mehr öffnen. Ihr wisst doch, wie gerne ich immer... Oh. Wie gerne ich immer Schubladen aufmache und reingucke. Dann sind da meistens Bürsten oder so ein Schmock drin. Aber hier darf ich das irgendwie nicht mehr. Na gut. Wir wandern mal vorsichtig weiter. Irgendwas macht eklige Geräusche. Okay. Hallo. Na? Hier ist immer noch alles ziemlich rot. Ziemlich rot. High Security Area. Da müssen wir erstmal reinkommen. Hier ist doch irgendwas los. Was macht denn hier so eine Geräusche? Ich sehe hier gar nichts. Egal.
Reader. Gehen wir mal hier hin. Ruffy, Jacob Halperin. Heute wurde außerhalb der Omikron-Nebenstelle ein ungewöhnlicher, sendierter, orangener Ruffy gefunden, der auf der Stelle schwebte. Er hatte bemerkenswertes Knochenwachstum, das seine Wahrnehmung zu stören schien, habe ihn zum näheren Studium hereingebracht, wobei er sich aber dann versteift und starb. Während der Untersuchung des Leichnams erwachte das Ding dann wieder zum Leben, außerhalb des Wassers. Habe ihn ein paar Minuten lang schaukeln lassen und ihn dann zurück in ein Aquarium gesetzt. Dort fing er sofort an, sich selbst am Glas zu Tode zu schlagen, bevor ich ihn wieder herausnehmen konnte. Okay, er scheint ein paar Schmerzen gehabt zu haben, sonst bringt man sich eigentlich selten einfach so um. Oder hat wirklich Probleme? Hat der getrunken? Das ist die Frage, ne? Shelly, tot bei der Ankunft. Claudia Amos. Derby und Waldeck infizierten das, hier fehlt ein Leer, Ding, das für die Sabotage der Luma-Sonde in einer Tiefe von 900 Metern verantwortlich war. Es handelt sich um einen 150 cm langen Schwarzfisch, der so aussieht, als wäre er mit einem anderen Fisch bzw. Hai verschmolzen. So eine komische Mutationsform haben wir bisher noch nie gesehen. Es wird eindeutig schlimmer. Irgendetwas verursacht dies. Und den Unsinn mit dem radioaktiven Niederschlag über den Orvari ständig redet, glaube ich einfach nicht. Wahrscheinlich macht das die Wow, die züchtet jetzt schon ihre eigenen Mörderfische aus halb Maschine, halb Fisch oder sowas. Tot bei der Ankunft schon wieder. Den toten Mann, der heute Morgen auf der Aufzugsplattform gefunden wurde, wurde identifiziert als Jonas Roth, den KI-Psychologen, der in Tau gearbeitet hat. Ich kann mir nicht im geringsten vorstellen, was da unten im Abgrund passiert ist. Und ehrlich gesagt werde ich mein Personal nicht riskieren, um da unten nachzusehen. Wenn das Arche-Team noch am Leben ist, was ich höchst bezweifle, dann werden sie einen Weg finden, uns ein Zeichen zu geben. Ohne guten Grund werden wir nicht wieder da hinuntergehen. Da freue ich mich ja jetzt schon, dass unser nächstes Ziel genau dieser Ort ist, nicht wahr? So, oh. Okay, okay. Hier teleportiert sich einfach gerade so ein Vieh hin. Puh, das war immer noch äußerst erschreckend, muss ich gestehen. Hier ist alles zu. Wir müssen erstmal irgendwie in diese High-Area-Bereiche kommen. Vorher geht hier nichts. Ich gehe mal hier vorsichtig nach unten. Das war, glaube ich, aber der Eingang. Insofern haben wir gar keine anderen Wege. Ah doch, hier ist noch was. Die hatten wir ja schon angefasst, die zwei Kopflosen hier. Da war soweit nicht... das sieht ja total angenehm aus. Vor allen Dingen auch die Geräusche. Ja, schön. Was ist hier los? Hier sind wir reingekommen, okay. So, dann gibt es hier noch das Containment FB. Darf ich da denn rein? Ah, guck mal. Oh oh. Entspann dich. Ganz ruhig. Hier scheint es auf jeden Fall eine Karte zu geben. Mittelbereich. Hydroponics, Bionicle, Containment 1. Kann man da irgendwo drauf drücken? Nee. Oberbereich. Mass Hall, Power Room. Also oben ist schon mal der Power Room. Da kriegen wir bestimmt Strom her. Unterbereich. Hier sind wir gerade. Das ist der Dressroom. Irgendwelche... Oh. Sollte man da drauf drücken? Ich habe da mal drauf gedrückt, dann ist hier irgendwas passiert. Okay. Notangriff. Fehler beim Lockdown-Aufhebung. Bitte auf Diagnose warten. Na gut. Fehler erkannt. Maschinenraum, Grundsystemüberlastung. Oh, oh mein Gott, entspannt euch. Fehler erkannt. Maschinenraum, Grundsystemüberlastung. Okay, ich kann jetzt... Ich sehe jetzt also hier... Was keinen Strom hat oder so. Ich habe keine Ahnung, wir müssen wahrscheinlich irgendwie den Strom... Sequenz zurücksetzen.
Okay, das funktioniert nicht. Guck mal, jetzt scheinen andere Räume offen zu sein. Workshop ist offen. Hier ist alles offen. Offen. Im Mittelbereich ist jetzt alles offen. Im Oberbereich ist noch nicht alles offen. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wow, 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 wow. Entspannt euch. Da geht aber doch bestimmt noch mehr. Ich weiß nicht, ob man alles auf einmal hinkriegt. Das wäre natürlich ganz nice. So, so, so. Nee, das haut nicht ganz hin. Mann, wow, lass uns doch mal in Ruhe. Jetzt ist hier alles offen. Hier da oben kriege ich es irgendwie gar nicht hin, ne? Am Mittelbereich ist alles offen, Unterbereich immerhin jetzt der Workshop und komm. Oh, ich schaue immerhin etwas, ne? Ich würde erstmal sagen, wir können ja dann so erstmal im Mittel... Oh mein Gott. Im Mittelbereich können wir dann jetzt erstmal... im Mittelbereich, ne? Ja. Können wir erstmal im Mittelbereich uns alles angucken. Wir befinden uns jetzt im Unterbereich. Okay. Ich bin ja neugierig, muss ich gerade mal gucken. Hier aber auch die Kameras. Also wenn das echt so eine künstliche Intelligenz ist, wird die uns jetzt wahrscheinlich komplett beobachten können. Hier sind Motherboards. Hier ist nichts los. Also hier liegt auf jeden Fall nichts rum, was wir in irgendeiner Form benötigen. Das heißt, wir schleichen uns jetzt mal wieder hier davon. Jetzt mache ich mir ja doch ein bisschen Sorgen langsam. Hier geht es jetzt irgendwie nirgendwo hin. No storage permitted. Ich wollte schon Notstrom draus machen, aber man liest ja immer das, was man sich wünscht, ne? So, jetzt müssten wir im Mittelbereich sein. Gleich. Das hier hat ja gar keine Türen, also wird das nicht der Mittelbereich sein. Dann ist das hier oben der Mittelbereich. Hier müssten jetzt ein paar Türen mehr offen sein. Jawohl. Nee, die ist immer noch zu. Und die war schon die ganze Zeit auf. Sind denn jetzt hier noch mehr Türen offen? Oh mein Gott, ja, ich weiß es doch. Das kommt einfach immer wieder. Dadurch wird es auch nicht irgendwie angenehmer, ne? Also anscheinend müssen wir erst das Rätsel komplett lösen. Vorher haut das irgendwie nicht hin. Weil hier ist alles noch genauso offen wie gerade eben. Hier hat sich nichts getan. Ne. Okay, außer dass wir jetzt hier wieder mehr Strom haben. Ich glaube, hier hatten wir gerade eben nicht so viel schönes Licht. Das ist, glaube ich, neu. Na, das ist doch mal eine schöne Aussicht, ne? Fenster mal wieder, erstmal wieder sauber machen, Leute. Also vermutlich muss man wirklich einfach alle Punkte irgendwie so verbinden, dass es halt nicht zur Überlastung kommt, aber alle... da unten ist auch Wasser, dass alle Strom haben, ne? Ja, hier sind wir wieder da hinten beim Diving Room. Ja, dann wird es das wohl leider sein. Dann müssen wir nochmal wieder zurück. Und müssen gucken, dass wir alles so mit Strom versorgen, dass es auch funktioniert. Oh, ich sehe immer da hinten eine Figur, aber das ist dieser Kernspintomograph. Macht mich fertig. Was mich etwas verwirrt ist, wenn wir rennen, dann ist er ja am Hecheln. Was mich durchaus verwirrt, da er ja gar kein Mensch mehr ist, sondern ein Roboter. Warum hechelt er noch, wenn man rennt? Und warum kann er nicht unendlich lang rennen? Oh ja, ich weiß doch, dass du da bist. Inzwischen, jetzt so nach dem 5. Mal oder sowas, erschreckt mich schon gar nicht mehr. Die Wow. Na gut, wir gehen nochmal wieder zurück an den Strombereich. Und ich sage euch, sobald wir den dann auch, wenn wir das Rätsel gelöst haben, noch ist nämlich jetzt alles entspannt. Das ist wieder dieser Moment, wo zwar klar so ein paar Jumpscare-Dinger da drin sind, aber im Grunde geht es uns gerade ganz gut, weil hier alles noch entspannt ist. Sobald wir dieses Rätsel gelöst haben, geht bestimmt 100 pro irgendeine Tür auf und irgendwo rennt so ein Vieh rum. So wird das wieder sein. Aber wir betrachten jetzt als Guardians of the Unterwasser-Sea oder so und gehen da ganz entspannt mit um. Also, wir müssen irgendwie alles... aktivieren. Geht in den Raum. F3-Maschinenraum. Ohne dass es zu viel ist. Wenn jetzt
Hier starten. Das reicht irgendwie nicht. Wie können wir das denn machen? Ich weiß gar nicht, was man hier machen soll. Ich verstehe das System nicht, was hier passiert. Also sind das die verschiedenen Räume? Sind das... Was soll ich denn tun? Es muss wahrscheinlich alles aktiviert sein. Was ja schon nicht geht. Dann fallen ja die beiden schon wieder flach. Also man darf hier rumspielen. Mal gucken, fangen wir mal so an. Das gefällt ihm alles nicht. Wie kann denn... Ich muss ja nicht unbedingt hier vorne anfangen. Ich kann ja auch hier unten anfangen, ne? So. Die Wow soll sich mal entspannen. Also es müssen alle Felder leuchten. Das wird wohl der Plan sein. Müssen wir so? So. Sobald ich hier hingehe, gehen die beiden aus. Das ist ein Problem. So kriege ich den aber schon mal wieder an. Das Witzige ist, wenn... Na, dann geht er wieder aus. Ach wow, lass uns doch mal hier machen. Wenn ich jetzt so mache, so, 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 so. Ist das jetzt gut? Jawohl, jetzt habe ich das System auch verstanden. Lockdown aufgehoben, meine Freunde. Ja, ja, ist doch alles gut, wow. Wir machen das, wir sind Freunde, wir sind Freunde. Wirklich. Okay, jetzt habe ich das System auch verstanden. Einfach alle Felder aktivieren. Das war ja gar nicht so schwer. Das ist wie ein Pokémon. In Pokémon gibt es so eine Arena mit so Eis, in dem neuesten Pokémon mit so Eisflächen, wo man jedwede Eisfläche berühren muss und dann erst auf den nächsten, auf das nächste Podest darf. Ja, dann fangen wir doch mal mit der South Hall FB an und gucken mal, was hier so abgeht. Da ist nix. Da sehe ich noch nichts. Moin, da liegt jemand rum. Wer bist du denn? Anfassen kann ich dich nicht. Oh, er sieht aber wirklich nicht glücklich aus. Er hat auch so... Das ist doch definitiv schon hier schon die Verschmelzung zwischen Mensch und Maschine. Da wurde ein Pfad und Weg beschritten, den man wahrscheinlich nicht hätte bestreiten sollen. Na gut. Wir gehen dann mal hier rein. Lass uns erstmal hier umsehen. Was gibt's denn hier alles? Was nun los? Muss ich jetzt hier die Tür zumachen, damit er mich in Ruhe lässt? Okay, wir gucken uns erstmal um. Hier wurde auf jeden Fall Sport getrieben. Dann haben wir hier The Heart of Up irgendwas. Irgendein Herz. Ein nicht gut aussehendes Herz. Find Tau, find Alpha, take the gel to Alpha. Wir sollen Tau finden und Alpha finden und das Gel nach Alpha bringen. Dreiecke. Ja. Was sind das für Kritzelaufzeichnungen? Was soll man denn damit anfangen? Noch mehr Dreiecke. Johann, ist ja gut. Sind da die 20 Minuten schon wieder rum? Na gut. Der Hahn hat gekräht, dann machen wir doch hier in diesem sicheren kleinen Hafen kurz eine Pause. Da ist auch wieder so eine Rosettenfrucht. Ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.